So, liebe Zuschauer, jetzt befinden wir uns in meiner transportablen Küche im Hotel Zur Linde, im Restaurant Zur Linde. Mein Name ist Frank Liemann und ich zeige Ihnen jetzt, wie man eine gefüllte Hähnchenkeule herstellt. Ich werde Ihnen auch erklären, was man noch anders machen kann oder einfacher machen kann. Dazu machen wir einen Tomatenreis und eine schöne Salatbeilage. Hier habe ich jetzt meine Hähnchenkeule und ich zeige Ihnen jetzt, wie man die vom Knochen befreit. Sie können das natürlich auch gerne in der Weihnachtszeit mit einer Enten- oder Gänsekeule machen, weil es ist relativ unkompliziert. Man muss ja nur am Knochen vorsichtig runterschneiden und kommt dann gleich auf das Gelenk, nämlich hier. Und dann kann man den oberen Teil vom Knochen schon mal entfernen. Und den legen wir zur Seite, den brauchen wir dann ohnehin nicht. Wir brauchen bloß die Keule als solches. So, nachdem der Knochen raus ist, schneiden wir hier etwas kreisförmig hinein. Dort benutzen wir ein scharfes Küchenmesser, was ich so und so jeder Hausfrau, jeden Hausmann empfehlen würde. Versteckt natürlich vor den Kindern und niemals in die Geschirrspülmaschine, sodass es immer schön scharf ist. Wir schneiden also hier am Knochen runter und kommen dann gleich zum nächsten Gelenk. So, wir sind jetzt am Gelenk Nummer 2 und schneiden den oberen Knochen raus. Und jetzt geht es genauso weiter, indem wir das Wadenbein, könnte man jetzt dazu sagen, aber so ein Hähnchen, und schneiden jetzt hier wieder kreisförmig ein, damit so wenig wie möglich Fleisch am Knochen dran bleibt. Und wenn wir das am Gelenk gelöst haben, so, dann ziehen wir einfach den Rest hindurch. Hier unten ist noch ein bisschen Knorpel, das schneiden wir nicht weg. Und das können wir für irgendwelche Brühen oder Soßen verwenden. Jetzt wird das Ganze gewendet, wie ein Handschuh. Und fertig ist unser ausgelöstes Hühnerbein. Aber jetzt wird es gefüllt. Das heißt, wieder auseinanderklappen. Wir machen schon ein klein wenig Gewürz mit hinein. Ist immer gut, wenn man von innen etwas würzen kann, denn das gibt Geschmack und Kraft. Da haben wir die Gänseleber. Mal schauen, was hineinpasst. So, in das Wadenbein hinunter und dann noch ein kleines Stück oben drauf. Und wieder zurückklappen. Jetzt nochmal würzen. Dann wird es paniert. Jetzt auch müssen wir ein bisschen gucken, dass es auch alles schön zusammenhält. Zuerst in Mehl. Dann in Ei, voll Ei, geschlagen. Hier habe ich ein kleines bisschen Kondensmilch mit reingemacht, damit das Ei etwas geschmeidiger wird und nicht zu sehr Fäden zieht und am Finger klebt. Ein bisschen darf es noch, aber nicht zu sehr. So, aufpassen, dass das auch alles schön paniert ist. Mit Ei und jetzt kommt es hinüber in die Semmelmehlkruste mit Cornflakes. Das Rezept stammt tatsächlich aus meiner Lehrzeit, Mitte der 70er Jahre im Interhotel Neva. Wie der Name schon sagt, Neva, ein Fluss in Russland oder damals Sowjetunion. Und deswegen hatten wir auch vieles aus der sowjetischen Küche. Wir hatten direkt Delegierte, die entweder bei uns kochten oder die von uns nach Russland gefahren sind, also Sowjetunion, um dort einiges zu erlernen. Und unter anderem diese Hühnerkeule Leningrad hieß sie. Jetzt möchten wir gern dieses Hähnchen in die Pfanne geben und dafür benutze ich Butterschmalz. Während unser Fett sich erhitzt, denn wir brauchen gute Temperatur, bevor wir das reingeben, zeige ich Ihnen unser Tomatenkonkassee für den Reis, den wir später zubereiten. Dafür habe ich die Tomaten eingeschnitten, das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen, mit einem scharfen Messer wiederum. Ein Kreuz oben einschneiden. Und dann habe ich in meiner Küche hinten, in meiner Vorbereitungsküche, einen Topf mit kochendem Wasser und dann kommt die Tomate da rein. Was herauskommt, ist dann dieses Ergebnis. Und jetzt wird die Tomate einfach geschält. Ja, durch die Hitze hat sich die Haut gelöst. Und bloß kurz, das braucht keine ganze Minute. Sie merken schon, wenn die Haut sich kräuselt, ist sie fertig und lässt sich leicht abschälen. Also nochmal zur Erklärung, blanchieren heißt mit heißem Wasser überwellen. Das geht in zwei Varianten. Einmal, man nimmt ein Sieb, da kommt die Tomate rein, die wir eingeschnitten haben, und man übergießt mit kochendem Wasser oder man kocht einfach Wasser und lässt dort die Tomate eine knappe Minute in dem Wasser leicht wellen. Und wenn Sie sehen, dass sich die Haut löst, dann werden Sie merken, lässt sich ganz leicht abschälen.
So, was ist eigentlich Concassé? Immer diese schweren französischen Begriffe. Nichts anderes als reines Tomatenfleisch. Das heißt, die Kerne kommen nicht hinein und die Haut kommt nicht hinein. Wegschmeißen brauchen wir es nicht. Wenn Sie nämlich dann einen Braten ansetzen zu Hause, können Sie es wieder mit verwenden oder bei einer Suppe, bei einer Brühe zum Ansatz. Es ist ja ein gutes Lebensmittel. Wir schneiden unten den Strunk heraus. Das macht man ja immer bei der Tomate. Der hat im Essen nichts zu tun. Vierteln. Und jetzt schneiden wir hier dieses Kerngehäuse heraus. Das ist also eine sehr schöne feste Tomate, das ist gut. Lässt sich also schön arbeiten. Es ist allerhand Abfall. Sie könnten sogar hier draus noch eine Tomatensuppe machen. Allerdings würde ich die Haut dann nicht mit hineinnehmen. So, jetzt ist es soweit. Die Pfanne ist heiß, das Fett ist heiß. Und jetzt kommt unser Hähnchen hinein ins warme Bad. So, und nun schauen wir mal. Geflügel hat die Art, dass es immer gerne ein bisschen spritzt. Deswegen mag es die Hausfrau manchmal nicht so sehr. Aber man kann ja den Herd wieder sauber machen. So, jetzt können wir es schon das erste Mal wenden. Hat schon schön Farbe bekommen. Aber viel dunkler möchte es dann auch nicht werden. So, und jetzt die Temperatur noch ein kleines Stück zurück. Das reicht zu und lass es langsam vor sich hinbraten. Wir kommen jetzt zu unserem Tomatenreis. Ganz einfach. Reis habe ich schon vorgekocht, der dampft vor sich hin. Ein Langkornreis oder was Ihnen beliebt. Auf jeden Fall brauchen wir dazu Zwiebel. Ein Topf mit Butter. Und hinein kommen die Zwiebelwürfel. Bis die Zwiebeln glasig sind. In dieser Zeit können wir das Tomatenconcassé fertig schneiden. Schön fein. Und den Würfel, nicht ganz so fein wie die Zwiebel. Und jetzt sieht man schon schön, dass das reines Tomatenfleisch ist. Jetzt hat die Zwiebel genau das erreicht, was wir möchten. Sie ist glasig, aber nicht braun. Hinein kommt jetzt das Tomatenfleisch, Concassé genannt. Und das braucht überhaupt nicht viel Hitze, sondern einfach nur drei, vier Mal schwenken, anschwitzen und natürlich noch etwas würzen, etwas Pfeffer-Salz-Gemisch, Prise Zucker und fertig. Und das reicht schon zu. Jetzt kommt unser Reis hinein. Es ist alles schon schön heiß, deswegen ist der Topf ausgeschalten und jetzt wird das alles schön miteinander vermengt. Zwischendurch schauen wir mal wieder nach den Hähnchenkeulen, wie es den beiden geht. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. So, jetzt kommen die letzten Handgriffe. Ich habe hier etwas Rosatomier. Das schneide ich mir in Streifen oder, wenn wir wieder den Fachbegriff benutzen, Chiffonade. Es soll auch bloß eine kleine Umrahmung unseres Essens sein, denn wir haben mit dem Hähnchen schon allerhand dazu etwas Zitrone. Vitamin C immer gut im Winter. 1, 2, 3. Und dann machen wir noch ein kleines bisschen aus der Gewürzmühle. Kleine Prise Pfeffer. Kleine Prise Salz. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir den Reisrand ordentlich hinbekommen. Dazu benutzen wir so einen Ring aus Edelstahl. Füllen unseren Tomatenreis hinein. Zwischendurch ein kleines bisschen festdrücken. So, noch einer. Passt. So, jetzt schauen wir mal nach. Ich denke, unsere Hähnchen sind fertig gebraten. Wir gucken nochmal die andere Seite an. Jawohl, die ist okay. Und hinüber auf den Teller. Und hinüber auf diesen Teller. Jetzt schauen wir mal, ob unser Reis auch schön hält. Es sieht so aus. Und noch ein kleines bisschen Petersilie. Die letzte aus dem Garten steht noch auf dem Fensterbrett. Und das ist nun unsere Hühnerkeule Leningrad. Fertig gebraten mit Tomatenreis und ein kleines bisschen Salat, Chiffonade. Vielleicht nochmal erklärt, ausgelöst, das Hühnerbein vom Knochen befreit, gefüllt mit der Leber. Das geht natürlich in der Weihnachtszeit auch sehr, sehr gut mit Gänsekeule. Ist genau das gleiche Prinzip, vielleicht etwas länger braten, aber sonst das gleiche. Oder wem es zu kompliziert ist, geht auch mit Hähnchenbrust. Die brauchen wir bloß ausschneiden und füllen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen.
und recht guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.